So, hallo miteinander und ja, willkommen zu diesem kurzen Infovideo quasi hier zu Panzer Corps 2, zu der Serie. Jetzt sage ich auch gerade Panzer Corps 2, nicht Panzer Corps 4. Ja, wer von euch die Programmvideos nicht schaut, der wird natürlich nicht wissen, dass ich da gesagt habe, dass Panzer Corps 2 erst dann weitergeht mit dem letzten Szenario hier mit Berlin, wenn ich eine gute Lösung hier gefunden habe für das Ganze. Auf konventionelle Art und Weise das zu verteidigen ist eigentlich nicht möglich, man muss hier so ein bisschen rumtricksen. Und bis ich da was Gescheites gefunden habe, ja, kommt halt erstmal keine Folgen mehr. Weil ich euch dann nicht mit unnützen 10.000 Versuchen hier belasten möchte. Könnte also ein bisschen dauern. Ich werde jetzt das Wochenende ein bisschen Zeit haben. Dann werde ich nochmal einen Versuch starten, das hier zu machen. Also mit unkonventionell meine ich, man kann halt nicht wirklich, also konventionell wäre halt, man versucht wirklich alle Seiten zu verteilen. Man wird von allen Seiten angegriffen, was wir hier halt machen müssen, obwohl wir natürlich auf voller Kapazität sind. Uns fehlt halt, sag ich mal, das Prestige, ja, aus den diversen Vorkampagnen und so weiter. Deswegen, ja, ist das hier auch sehr knapp bemessen. Deswegen müssen wir zum Beispiel hier einen Weg gehen, dass wir mit allen Leuten quasi irgendwie auf einer Seite starten, dann beginnen von dort aus, weil das ist zumindest das Nette an Panzerkorps, ist ja, dass die ganzen Einheiten, die uns angreifen, die stehen ja wirklich hier, die spawnen nicht nach. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel alles spawnen lassen hier im Norden und dann von hier aus anfangen, alles zu töten, was hier überall drumherum ist und erst zum Schluss Richtung als 20. oder ab der 15. bis zur 20. Runde, na vielleicht auch ein bisschen früher, 13. bis 20. anfangen, in die Stadt einzudrücken, um die ganzen Ziele hier in Berlin selbst zu halten, damit wir das dann auch gewinnen. Bis dann sollten wir halt das hier alles geklärt haben und dann können wir alles halt in alle Richtungen rauspushen, wenn ihr versteht, was ich meine, wenn wir im Rücken halt nichts mehr haben, was uns bedrängen kann. Genau. Problematisch ist natürlich da eben hier, dass wir ja vorwiegend Panzer haben und Infanterie nicht ganz so stark ist. Plus die Tatsache, dass wir eben weder Infanteriegeneral noch Panzergeneral haben. Also, unsere Punkte hier, sage ich mal, nicht, also die Punkte für Panzer und für Infanterie nicht reduziert werden, das heißt, wir haben auch generell weniger Einheiten. Ja, das sind so die Probleme, die ich hier natürlich zu bekämpfen habe. Aber ich habe es euch ja quasi schon erzählt, wie ich es wahrscheinlich machen werde, damit es richtig klappt. Und sobald ich da mal tatsächlich durch bin, werdet ihr das hier auch sehen auf dem Kanal. Bis dahin ist die Serie quasi jetzt erstmal fürs Erste beendet. Aber ich denke, es gibt jetzt auch genug andere Serien momentan, die rundenbasiert sind, die zwar jetzt natürlich nicht Zweiter Weltkrieg sind, aber auch ganz gut sind und euch vielleicht ein bisschen die Zeit vertreiben, bis es hier weitergeht. Ja? Panzer gibt es zumindest bei Shadow Empire zum Beispiel auch, ja. Also, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr das Infovideo nicht gesehen habt und generell als Info, falls ihr nicht zu den, sag ich mal, Stammzuschauern gehört, werft trotzdem immer wieder mal einen Blick mal rein in die Programmhinweisvideos. Ich tue die auch immer an der Spitze für wiederkehrende Besucher verlinken quasi. Da rede ich über genau solche Dinge, also wenn es dann heißt, okay, seht ihr es pausiert, bis da und dahin und so weiter und so fort. Okay, also dann wisst ihr Bescheid und ja, braucht nicht die abonnieren, weil ihr denkt, du machst das nicht weiter. So. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao, euer Tollen.